Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren fetten Let's Play vom Metro Exodus. So, wir gehen jetzt wieder hier rein ins Geschehen. Steck die Waffe mal weg. Komm schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, okay. Bin schon da. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Macht er hier noch was? Hallo? Hast du wenigstens eine Ansprache vorbereitet? Sich beim Minister zu melden ist kein Spaß. Ach, geh mir nicht auf den Wecker. Ich hab die Nacht durchgearbeitet. Meinst du nicht, du solltest Artyom jetzt irgendwas sagen? Ja, okay. Du hattest recht, Artyom. Und ich nicht. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Ja, kein Problem. Okay. Wird schon schief gehen. Richtig. Schauen wir mal, was wir jetzt machen dürfen hier. Sieht mir irgendwie aus wie so eine Hinrichtungszelle. Okay. Genosse Minister. Kommandant der Sondereinsatztruppe der Stadt Moskau, Oberst Miller, meldet sich zur Stelle. Ich möchte darum bitten, dass meine Leute vorübergehend mit Quartieren und Vorräten versorgt werden. Es befinden sich auch Frauen und Kinder unter uns. Unsere Kämpfer sind jedoch noch in Form und einsatzbereit. Okay. Frauen und Kinder? Gut, die hatten wir schon lange nicht mehr. Wer sind sie? Das ist für Okay. Einen habe ich aber schießen können. Boah, da gehen wir mal ins Land der Träume. Würde ich mal sagen und behaupten. Wir haben hier irgendwo hingezogen. Was zum? Wo bin ich? Wo das sind die? Das würde ich auch gern wissen. Alles läuft wie geplant. Alles ist gut. Bis jetzt. Bis jetzt? Ich verlange ein Treffen mit dem Verteidigungsminister. Sofort! Keine Sorge. Sofort. Alles wird gut. Und sogar noch besser. Der Minister und der Anführer höchstpersönlich erwarten Sie zum Essen. Okay. Essen? Was zum Teufel? Wollen Sie mich verdammt nochmal verspotten? Halt die Klappe! Der Doktor spricht! Wo ist die Regierung? Antworten Sie! Ich glaube, wir haben hier ein richtiges Problem. Oberst, hier. Wir sind die Regierung, die Sie verdienen. Wage es nicht, du Mistkerl! Was passiert hier? Nur verdammte Kannibalen! Kann man den Untertitel wegmachen? Fadenkreuz, Untertitel. Schnelles Laden, ne? Beruhigen Sie sich, sonst bekommen Sie noch Gelbsucht. Und glauben Sie mir, diesen bitteren Geschmack mag keiner. Das Mädchen muss allerdings noch warten. Wir müssen sie erst untersuchen. Binde meine Hände los, du Wichser! Dann stecke ich dir deine Untersuchung so tief in den Arsch, dass sie nie wieder rauskommt. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, junge Dame. Machen Sie es wie der junge Mann. Mon er ist vor langem aufgewacht. Und hört auf, kluge Mensch. Ach, du Scheißkerl! Lass mich los! Oh. Okay. Also, Herr Oberst, Sie nehmen jetzt das Funkgerät und sagen Ihren übrigen Leuten im Zug, dass Sie herkommen sollen. Es sei denn, Sie wollen, dass sie lange leidet, bevor sie serviert wird. Haben Sie verstanden? Okay. Und ich hatte gedacht, es gäbe zur Abwechslung mal eine intelligente Konversation.
Schade. Ja. Wie denn? Das ist jedoch kein Problem, da dieser nette junge Mann das stattdessen übernehmen wird. Sobald wir mit Ihnen fertig sind, wird er es nicht mehr wagen zu widersprechen. Okay. Ja, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Jakob, du kannst anfangen. Ich krieg dich noch, selbst wenn ich tot bin. Das könnte durchaus passieren, Herr Oberst. Ich könnte mich an ihn verschlucken oder so. Aha. Bitte ich, ihr mich Bestien, entschuldigen. Kommt her, ich reiß euch alle in Stücke. Jeden einzelnen von euch. Das hätte ich schon vor dem Krieg tun sollen. Aber ich möchte euch in diese. Was passiert denn hier, bitteschön? Zu Asche, damit nicht alle Knochen übrig bleiben. Jetzt werden wir wieder sein. Was bist du denn für einer? Gut. Nice. Bekommen wir doch Hilfe. Ich kann nichts machen. So. Haben wir wieder alles? Können wir die Axt da benutzen? Aber zuerst müssen wir Anna finden. Tut mir leid, mit diesem Aufzug bin ich wohl zu weit gegangen. Zum Teufel damit, Idiot! Hol den Hauptaufzug hoch! Okay. Was muss ich hier machen? Okay. Ja, natürlich. Alter Falter, was geht denn hier ab auf einmal? Heilige Makrele. Okay. Ei, ei, ei. Wie viele sind das da? Ah, jetzt werden es immer mehr. Okay. Okay. Ah, auf die brauche ich ja jetzt nicht mehr schießen, oder? Das machen die schon. Nett auf jeden Fall hier. Schönes Willkommenskomitee. Nicht schlecht. Gut gemacht. Danke. Genau wie unser altes D6. Selbst der Aufzug ist genau derselbe. Aha. Was für ein Glück. So besteht Hoffnung, Anna zu finden. Der Komplex ist allerdings riesig. Und wir haben maximal 10 Minuten. Also müssen wir uns aufteilen. Sam, maximal 10 Minuten. Und in der Generatorenhalle und dem Lager nach. Idiot, du kommst mit mir zur Kommandozentrale. Ich hab verstanden, Idiot, aber meinte ihn nicht wahrscheinlich. Du übernimmst die Unterkünfte und das Krankenlager. Ah, ist ja. Auf geht's. Meine Etage. Ja, dann. Ja, immer mit der Ruhe. Loot tut gut. Naja, neue Notiz, als ob ich das immer durchlesen würde. Wie war das? Man konnte. Genau.
was mit den Läufen. Okay. Warten wir mal kurz hier nochmal kurz einen Check hier, weil es geht. Zack, auf in die Hölle. Da nochmal drücken. Ah, die Sicherung ist einfach nur rausgeflogen. Wer kennt's nicht? Was ist denn mit dir los? Okay. Lebt er noch? Nein. Wollte schon sagen. Jetzt habe ich die Waffe aus Versehen genommen, ne? Ich will meine Shotgun wieder haben. Ist besser. Wir brauchen eine Shotgun, ohne die geht's nicht. Ansonsten hat man sowas direkt auf sich. Das muss ja nicht sein. Was geht denn hier ab? Was ist das hier? Hast du sie schon gefunden? Beeilung! Jede Sekunde zählt! Ja, zum Glück ist es hier so klein. Überhaupt nicht am Stressen, ne? Tja. Hier geht's nicht mehr weiter. Ah, doch, da. Gegentreten. Alter, wie viele sind denn das hier? Zack, rein, die Spitze. Cappucci-Marie? Wurden hier die Leichen auch gewogen? Kennt's nicht. Wer kennt's nicht? So, du. Ach, hör doch auf. Boah, der war knapp. Ah ja, okay. Ah ja. Ab dadurch, zum Glück haben wir keinen Pfund mehr, sonst hätten wir ihr Problem gehabt. Ist hier Ende? Oder muss ich mich irgendwie durchzwängen und dann geht's weiter. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir sie ja noch in diesem Let's Play. Na, hier gab's noch was zu looten. Was nicht schlimm ist.
Looten nehmen wir gerne. Hä? Okay, den Zug können wir aber nicht nehmen. Oh. Mon Dieu. Gehen wir wieder zurück. Das war nur zu Loot. Das ist Fleisch, viel Fleisch. Okay. Alles klar, drückst du dreimal, damit er einmal durchgeht. Die Ratte ist rechts und lang abgehauen. Warum habt ihr da gehauen? Was zum Teufel? Hier, leckeres Fleisch! Scheiße. Das Fleisch! Oh, jetzt ist er tot. Hui! Hat er anscheinend nur seine Probleme. Ist doch gut, Junge. Ist doch gut hier. Jeder kommt ran. Bin ja nicht so. Hallo? Mr. Fackelmann. Wo kommen die Schüsse? Wer weiß, surprise, surprise. Da oben! Von da oben kamen die Schüsse, okay. Bah, das muss ja hier stinken, ey. Oh! Entschuldigung, wollte ich nicht stören. Na komm. Achtung, Spartaner! Die Kommandozentrale gehört uns! Falls der Funk ausfällt, versammelt ihr euch hier, Idiot! Sieh dir die Steuerung für Türen und Ausgänge an! Mach alle Gänge dicht, die wir nicht brauchen! Lass diese Frieden im Kreis rennen! Eieiei. Das Ding ist, manchmal sieht man die gar nicht, aber man wird beschossen. Ach, herrje, verfressen auch noch. Spritz hier rein. Du dummes Schwein. Da ist auch noch was. Komm, nimm's. Kann man hier speichern? Ja, können wir. Okay, liebe Leute. Das war's dann an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns am Sonntag beim Stream. Bis dahin, haut rein.